Noch immer klatschte der Regen gegen das Fenster, doch langsam wurde es hell draußen. Ein neuer Tag brach an. Was dieser bringen würde, daran wollte er jetzt noch gar nicht denken. All sein Denken, all seine Sorge, seine Angst galt dem Mann, der immer noch bewusstlos auf dem schmalen Bett lag, der Körper zitternd, die Augen schmerzhaft zusammengepresst. Er hätte nahezu alles getan, um ihm diese Schmerzen zu nehmen, doch das lag nicht in seiner Macht. So konnte er nur hoffen, tun, was er immer getan hatte. Seine Hand halten, auf ihn einsprechen, ihm zeigen, dass er nicht alleine war, dass er es nicht alleine würde durchstehen müssen. Doch wollte er das überhaupt? Wie würde er reagieren, wenn er aufwachte? Seufzend nahm er die kalte, bleiche Hand in seine, umschloss sie fest, als könne er allein durch diese Berührung dem Tränkemeister etwas von seiner Kraft abgeben. Es wirkte tatsächlich. Eine Welle der Erleichterung durchströmte den alten Körper, als ihm bewusst wurde, dass er nach wie vor auf ihn reagierte. Severus' Herzschlag schien sich zu beruhigen. Langsam. Sehr langsam, aber kontinuierlich. Aberforce war sofort wieder nach unten gegangen, um eine Eule nach Hogwarts zu schicken, kaum dass diesem bewusst geworden war, in welchem Zustand das sich Severus befand. Jetzt konnten sie nur noch warten. Warten und hoffen, dass er ihn zumindest im Leben halten konnte. Wieder einmal. Dieses eine Mal noch. Eigentlich hatte Poppy Pomfrey vorgehabt, diesen Sommer an der Nordküste zu verbringen. Ja, ein wenig Urlaub hätte ihr sicher gut getan. Doch die Ereignisse vor wenigen Wochen hatten auch ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nein, wenn sie auf alles Lust hatte, aber sicher nicht auf Urlaub. So war sie hier geblieben, in Hogwarts, wo sie hingehörte. Sie hatte so ein seltsames Gefühl, und das hatte sie noch nie getrübt, dass sie hier gebraucht werden würde. Fast jeden Abend verbrachte sie mit Minerva in deren Räumen, um sich zu unterhalten oder auch nur ein Gläschen Wein zu trinken. Die stellvertretende Direktorin von Hogwarts. Oh, sie wurde fuchsteufelswild, wenn sie jemand Direktorin nannte, war mit dem Verlust ihres Vorgängers noch nicht annähernd fertig geworden. Sie war nicht immer die starke Frau, wie es nach außen hin schien. Innen drinnen sah es in Minerva McGonagall wüst aus. Nicht nur der Tod von Albus. Nein, auch der Verrat von Severus hatten sie mehr mitgenommen, als sie es jemals, auch nur sich selbst, eingestehen würde. Ein tiefes Seufzen entwich der Medi-Hexe bei diesem Gedanken. Severus Verrat. Nein, irgendwie harmonierten diese beiden Wörter überhaupt nicht miteinander. Der Tränkemeister war mürrisch, ungerecht, immer schlecht gelaunt, ja, zweifellos. Aber er war kein Verräter. Sie würde es nicht glauben, bis zum jüngsten Tag nicht. Zu gut kannte sie ihn. Zu gut kannte sie die Verbindung zwischen ihm und Dumbledore. Erst vor wenigen Tagen hatten sie mit Hagrid gesprochen, der ebenfalls noch nicht annähernd mit diesen Verlusten fertig geworden war. Der Halbriese schien ihr kaum mehr als ein Schatten seiner selbst zu sein. Fast hatte sie geglaubt, die Trauer würde ihn zerbrechen. Doch wie sollte sie diesen beiden Menschen helfen, wenn sie sich selbst kaum zu helfen wusste? Müde ließ sie sich in ihrem Sessel hinter ihrem Schreibtisch zurücksinken. Sie hatte die Zeit nutzen wollen, um noch einige alte Krankenakten auszusortieren, als es an ihrer Bürotür klopfte. »Herein«, erwiderte sie, erstaunt, dass jemand den Weg in den Krankenflügel fand. Ihre Verwunderung wuchs, als sie Harry Potter und Ron Weasley hereinkommen sah. »Mr. Potter, Mr. Weasley, was führt Sie hierher?« »Wir bräuchten einige Heiltränke, Salben und so weiter.« »Wenn Sie uns die vielleicht zur Verfügung stellen könnten, Madame Pomfrey«, erklärte Harry, dessen Blick ruhelos durch den Raum glitt. Er war oft hier gewesen,
Dumbledore hatte ihn immer besucht. Rasch verdrängte er diesen Gedanken und wandte sich wieder der Medi-Hexe zu. Er durfte jetzt nicht an Dumbledore denken. Jeder Gedanke an ihn und dabei unweigerlich an Snape führten dazu, dass er rasend vor Wut wurde. Und somit, das musste er sich selbst eingestehen, das Risiko einging, Unsinn zu bauen. »Natürlich, natürlich«, antwortete Poppy dann, wobei sie auf ihren Vorratsschrank zuging und diesen öffnete. »Bedient euch, ist ja alles vorrätig, Severus hat...« Harry hörte nicht hin. Er hörte einfach nicht hin. Sie nannte ihn noch immer Severus. Wie konnte sie ihn einfach so weiter bei seinem Namen nennen? Alles in ihm sträubte sich dagegen, etwas zu nehmen, das der zusammengemixt hatte. Doch ihm blieb keine Wahl. Wenn sie in dieser Woche noch aufbrechen wollten, mussten sie sich mit dem Verfügbaren begnügen. »Danke, Madame Pomfrey«, brachte er dann gepresst hervor, vermied es, der Hexe dabei in die Augen zu sehen. Poppy nickte schweigend. Sie hatte das zornige Aufflackern in den Augen des Potterjungen durchaus gesehen. Nun, sie konnte es ihm ja nicht einmal verübeln. Die objektiven Umstände waren ja mehr als deutlich. Vielleicht hätte auch sie sich damit abfinden können, wenn da nicht ständig der kleine Severus in ihrem Hinterkopf gewesen wäre, den sie hatte aufwachsen sehen. Wäre da nicht die Kenntnis über das Band gewesen, das ihn und Dumbledore verknüpft hatte? Seufzend zuckte sie mit den Schultern. »Wenn Sie Hilfe brauchen, finden Sie mich in meinem Büro.« Damit ging Poppy zurück in ihr Büro, die Stimmen von Potter und Weasley, die abfällig über Snape herzogen, möglichst ignorierend. Kaum hatte sie sich gesetzt, sah sie eine Eule, die mit ihrem Schnabel wütend gegen ihr Fenster schlug. Offensichtlich tat sie das schon eine ganze Weile. Mit einem entschuldigenden Lächeln öffnete die Hexe das Fenster, woraufhin die Eule hereinflog und sich auf dem Schreibtisch niederließ. Erstaunt löste die Medi-Hexe die kleine Pergamentrolle vom Bein des Überbringers und entrollte sie, wobei ihre Augen immer größer wurden, je mehr sie von dem Inhalt las. »Poppy, er hat mal wieder nicht auf dich hören wollen. Du weißt ja, er passt nie auf sich auf. Kannst du mal rüberkommen? Bring viel zu trinken mit. Er wird es brauchen. Aberforth Dumbledore.« Poppys Herz beschleunigte sich augenblicklich. Nervös, dennoch routiniert, griff sie nach ihrer Tasche und versuchte so ruhig wie möglich den Krankenflügel zu verlassen. Eile oder Sorge hätten Mr. Potter und Mr. Weasley auf den Plan gerufen, die sicher Fragen gestellt hätten. »Ich muss für eine Weile weg. Sie kommen allein zurecht?« erkundigte sie sich beiläufig bei den beiden Jungen, nahm deren »Ja, sicher«, aber nur noch entfernt zur Kenntnis. Eilig verließ sie das Schloss, das nach den Vorfällen der letzten Wochen zur Sicherheit komplett vom Flohnetzwerk getrennt worden war, und hastete in den verbotenen Wald. Nicht auf sich aufgepasst. Weiß der Himmel, was wieder passiert ist. Sorge, Angst und Ungewissheit trieben die Hexe an, immer und immer schneller zu laufen, bis sie beinahe rannte. Endlich an ihrem Ziel angekommen, disapparierte sie nach Hogsmeade. Nur mühsam konnte er sich dazu zwingen, die Hand des Todessers loszulassen. »Ich muss dich für einen Moment alleine lassen. Aber keine Sorge, Poppy wird kommen. Sie wird dir helfen. Sie hat dir immer geholfen. Ich bin bald wieder da«, flüsterte er ihm zu, wenngleich er wusste, dass die Bewusstlosigkeit so tief war, dass er ihn nicht hören konnte. Lächelnd hob er die Hand, strich eine schwarze Haarsträhne aus dem bleichen Gesicht des Mannes und verschwand dann durch die Tür, eben in jenem Moment, in dem er hörte, dass Aberforth Poppy die Tür öffnete. »Poppy, welch ein Glück, dass Sie da sind«, begrüßte der alte Zauberer die Medi-Hexe freundlich, deren Augen aber sofort suchend im Raum umherirrten. »Wo ist er?« »Oben, kommen Sie.« Poppys Herz schlug immer schneller. Wie oft war sie schon in eine solche Situation geraten? Sie wusste es selbst nicht mehr. Doch dieses Mal war es doch anders. Einen Moment fragte sie sich,
ob sich etwas geändert hätte durch das, was geschehen war. Doch diese Gedanken verschwanden sofort, als sie in das Zimmer kam und an das Bett herantrat, in welchem Severus noch immer bewusstlos lag. »O Kind, warum kannst du nicht auf dich aufpassen?« kam es ihr gepresst über die Lippen, während sie die Bettdecke anhob und den nur noch mit seiner Hose bekleideten Mann von oben bis unten musterte. »Ich habe zumindest seinen Oberkörper gereinigt. Er war so voller Blut«, erklärte Aberforth dann, der bewegungslos in der Tür stand. »Sehr gut«, murmelte Poppy geistesabwesend, während sie ihre Tasche öffnete und ihren Zauberstab herausholte, den sie dann langsam über den vor ihr liegenden, schmalen, bleichen Körper gleiten ließ. Nein, es hatte sich nichts, gar nichts in ihr verändert. Das war immer noch Severus, der Severus, den sie mehr als einmal dem Tod entrissen hatte. Für einen Moment schloss sie die Augen, um der Flut der Erinnerungen Herr zu werden, die sich vor ihrem geistigen Auge aufbauten. Energisch schüttelte sie leicht den Kopf, um die Bilder zu vertreiben. Dann ließ sie seufzend ihren Zauberstab sinken und sah Aberforth sorgenvoll an. »Er hat einige gebrochene Rippen. Die Verletzungen auf der Brust sehen Sie ja selbst. Außerdem wurde er großzügig mit dem Crucio belegt«, erklärte sie dann in nüchternem Tonfall, während es in ihr brodelte. »Wird er es schaffen, Poppy?« »Natürlich«, Poppy nickte und hob ihren Zauberstab wieder. »Wenn Sie mich jetzt bitte allein lassen.« Aberforth nickte nur. Er wusste, dass Severus in guten Händen war. Poppy hatte ihm mehr als einmal das Leben gerettet und würde es auch heute wieder tun. Er musste sich keine Gedanken mehr machen. Nun, zumindest nicht um Severus Leben. Poppy fluchte und schimpfte, doch am Ende war sie wieder einmal zufrieden mit dem, was sie erreicht hatte. Wenngleich sie erschöpft war, so überwog doch das beruhigende Gefühl, dass Severus es schaffen würde. Sicher würde er noch einige Tage an den Verletzungen zu tragen haben, doch er würde es schaffen. »Dieser verdammte Crucio«, fluchte sie dann erneut in Gedanken, während der Körper des jüngeren Mannes sich wieder schmerzhaft wand, er mit den Armen wahllos um sich schlug. Poppy konnte nicht mehr tun, als ihn so gut als möglich festzuhalten, um zumindest zu verhindern, dass er sich selbst durch diese Bewegungen noch mehr Schmerzen zufügte, als er es ohnehin schon ertragen musste. »Es ist gut, Severus, ich bin hier. Versuch einfach ganz ruhig zu bleiben«, flüsterte sie dann beruhigend auf ihn ein, wobei sie sich nicht sicher war, ob ihre Worte zu seinem Geist durchdrangen. Unruhig flackerten seine Pupillen unter den geschlossenen Augenlidern noch eine Weile hin und her, bis sich der Körper schließlich wieder entspannte und die Medi-Hexe ihn vorsichtig zurück auf das Bett gleiten ließ. Dann setzte sie sich wieder auf den Stuhl neben dem Bett, den Blick weiterhin auf das ihr so vertraute Gesicht gerichtet. »Du bist doch kein Mörder, Severus.« Wie oft hatte sie diesen Gedanken in den letzten Wochen gedacht, ohne sich die Tatsachen selbst erklären zu können. So lehnte sie sich müde zurück an die Stuhllehne, verschränkte die Hände auf dem Schoß ineinander und wartete. Wartete wieder einmal darauf, dass er aufwachen würde. »Du bist nicht allein, Severus. Ich werde hier bleiben, bis du aufwachst«, flüsterte sie entschlossen, mehr zu sich selbst. Sie wusste nicht, wie lange sie da gesessen hatte, stumm ihren Patienten betrachtend. Doch irgendwann musste sie wohl eingenickt sein. So hatte sie nicht gemerkt, wer den Raum betreten hatte, hinter sie getreten war und nun seine Hand auf ihre Schulter legte. Erschrocken fuhr sie hoch, doch war dieser Schreck nichts mit dem Schock, der sich nun in ihr breit machte. Ungläubig starrte sie ihr gegenüber an, der ihr jedoch nur freundlich zulächelte. »Bei Merlin! Albus!« Hermine konnte es nicht glauben. Sie konnte es immer noch nicht glauben. Fassungslos lief sie die dunklen Gänge von Hogwarts entlang. Sie hatte verschlafen.
Zum ersten Mal hatte sie wirklich verschlafen. Nun ja, nicht wirklich. Immerhin hatten sie und die Jungs keinen festen Zeitpunkt ausgemacht, wann sie zu Professor McGonagall gehen wollten. Der Gedanke an die beiden jedoch ließ die Wut in ihr aufkommen. Sie hätten auf mich warten können. Sie hätten auf mich warten müssen, überlegte sie grummelnd, während sie den Wasserspeier erreichte und ihm das Passwort nannte, welches die Professorin ihnen am Vorabend noch mitgeteilt hatte. Rasch ging sie hinauf, klopfte und betrat nach dem knappen Herein der Direktorin das Büro der Schulleiterin. »Miss Granger, ich hatte Sie vorhin schon vermisst«, begrüßte diese sie, was dazu führte, dass Hermines Wangen nun doch einen leichten Rotton annahmen. »Tut mir leid, Professor, ich habe wohl verschlafen.« »Ach was, es ist kein Unterricht. Da können Sie ruhig schlafen. Nehmen Sie doch Platz.« Hermine trat an den Schreibtisch heran, wobei sie mit einem Auge das Büro absuchte. Gestern war sie so müde, so erledigt gewesen von all den Ereignissen des Tages, dass sie kaum wahrgenommen hatte, dass sich hier nichts, aber auch gar nichts verändert hatte. McGonagall hatte alles so gelassen, wie es gewesen war, als sie das letzte Mal hier gesessen hatte. Der einzige Unterschied war, dass Albus Dumbledore ihr nun nicht mehr gegenüber saß, ihr nie wieder gegenüber sitzen würde. Mit verdächtig feuchten Augen senkte sie den Blick und atmete tief durch. Es war ihr noch nie so schmerzlich bewusst geworden wie in eben diesem Moment, dass Dumbledore tot war, nie wiederkommen würde. Bislang hatte sie diese Tatsache mehr oder minder erfolgreich verdrängt. McGonagall schien ihre inneren Gedanken zu spüren, da ihr Blick nun um einiges weicher wurde und die Stimme sanfter klang als zuvor. »Mr. Potter und Mr. Weasley sind in den Krankenflügel, um einige Heiltränke zu besorgen, die sie wohl benötigen werden.« Erstaunt hob die junge Frau den Kopf. »Heißt das?« »Ja«, McGonagall seufzte schwer. »Ja, das heißt, sie können gehen.« »Das ist gut. Wir bräuchten vielleicht noch eine Karte oder sowas Ähnliches, damit wir uns nicht sofort verlaufen, wenn wir das Hogwarts-Gelände verlassen haben.« »Da haben Sie recht«, McGonagall stand auf. »Warten Sie hier. Ich müsste noch eine sehr nützliche Karte in meinen Privaträumen haben.« Mit diesen Worten verschwand sie auch schon aus dem Büro, wo Hermine alleine zurückblieb. Eine Weile blieb sie noch auf ihrem Platz sitzen, doch dann stand sie auf und lief ein wenig in dem Büro umher, streichelte Fawkes, der die ganze Zeit ruhig auf seiner Stange gesessen hatte, und verharrte dann vor dem alten, zerfledderten Hut, der die neuen Schüler ihren Häusern zuteilte. Er hatte die Augen auf Hermine gerichtet und sah sie eindringlich an, während dieser zunehmend unbehaglich wurde. »Hallo«, brachte sie lediglich heraus. Mit einem Hut zu sprechen erschien ihr doch etwas seltsam. »Du hast dir bestimmt schon ein neues Lied für das nächste Schuljahr ausgedacht, oder?« »Schade, dass du es wohl kaum brauchen wirst«, murmelte sie mehr zu sich selbst. »Natürlich habe ich das. Willst du es denn hören?« Hermine überlegte einen Augenblick, wollte jedoch nicht unhöflich erscheinen und nickte pflichtschuldig, woraufhin der sprechende Hut auch schon begann. »Die Zeit der Entscheidung ist gekommen. Ich habe es von den Gründern vernommen. Schwere Zeiten stehen euch nun bevor. Verschließt niemanden zu eurem Herz das Tor. Nur wenn die Gründer wie früher vereint, bevor der Zwist die Freunde entzweit, wird der Sieg dem Licht gehören. Drum muss ich euch alle nun beschwören. Auf eure Fähigkeiten müsst ihr euch besinnen. Anders ist dieser Kampf nicht zu gewinnen. Die Häuser alle zusammengehören. Ihr dürft euch nicht im Streit verlieren. Hufflepuffs Güte und Ravenclaws List werden helfen, zu beenden den Zwist. Gryffindors Mut braucht...« In diesem Moment betrat Professor McGonagall erneut den Raum, was dazu führte, dass Hermine sich erschrocken abwandte, der Hut augenblicklich verstummte. »So, Miss Granger, hier ist die Karte.
Hat einen Moment gedauert. Ich habe sie lange nicht mehr genutzt, murmelte die Professorin, während sie Hermine einen Bogen zusammengefaltetes Pergament hinhielt, den das Mädchen mit einem dankbaren Lächeln entgegennahm. Danke sehr, Professor. Na schön, Miss Granger, dann gehen Sie jetzt mal in die große Halle. Vielleicht sind Ihre beiden Freunde auch schon dort. Ohne einen weiteren Gedanken in den Hut zu verschwenden, nickte Hermine der Professorin noch einmal dankbar zu und verließ dann das Büro, um in die große Halle zu gehen. Poppy schwankte, glaubte ihren eigenen Augen nicht trauen zu können. Doch er stand vor ihr, so wie er immer vor ihr gestanden hatte. Wortlos, doch mit klopfendem Herzen musste sie sich erst einmal auf dem Stuhl zurücksetzen, sonst wäre sie vielleicht noch umgekippt. Albus, begann sie dann stockend. Aber sie waren doch... Ich meine, ich war auf der Beerdigung. Sie waren tot. Ein tiefer Seufzer rang aus Albus Kehle. Ja, das würde wohl der unangenehmere Teil seines Plans werden. Nun ja, Poppy, ich war nicht wirklich tot. Sonst stünde ich nicht hier vor Ihnen. Ich werde Ihnen alles erklären. Nur... Ich würde wirklich gerne erst mit Severus sprechen, wenn er aufwacht. Poppy konnte nur, noch immer ungläubig, nicken. Natürlich, natürlich. Sie leben. Ja, das sehe ich. Es sei denn, ich bin so daneben, dass ich das wirklich nur träume und mich gerade mit einem Geist unterhalte. Nein, lächelte nun Albus, Sie träumen nicht. Severus... Oh, er wird wieder. So wie immer halt. Oh, Albus, was haben Sie nur getan? Warum hat Severus es uns nicht gesagt? Dumbledores Miene verdunkelte sich schlagartig. Jedes Lächeln war aus seinem Gesicht verschwunden. Weil er es nicht wusste, Poppy, brachte er dann flüsternd hervor. Was? Ruckartig war Poppy wieder aufgesprungen. Sah Albus ungläubig an. Er wusste es nicht. Er hat wirklich geglaubt, sie getötet zu haben. Oh, Albus, was haben Sie dem Jungen damit angetan? Ich weiß, Poppy, ich weiß. Glauben Sie mir, nichts hat mir mehr Sorgen bereitet, als das Bewusstsein zu wissen, was ich Severus damit angetan habe. Aber es war notwendig. Und... Er wird es verstehen. Poppy konnte nur ungläubig den Kopf schütteln. Entweder das, Albus, oder er wird endgültig daran zerbrechen. Ich hoffe, das haben Sie bedacht. Ja, das habe ich, Poppy. Würden Sie uns bitte alleine lassen? Die Medi-Hexe atmete noch einmal tief durch, nickte und verließ dann leise das Zimmer, wobei sie die Tür hinter sich schloss. Albus setzte sich an ihrer Statt auf den Stuhl neben dem Bett, nahm erneut Severus' Hände in seine und sprach leise auf den Bewusstlosen ein. Severus, hörst du mich? Ich bin hier, verstehst du? Wach auf, bei Merlin, wach einfach auf! Die Welt um ihn herum war dunkel, schwarz und dunkel. Doch gleichzeitig ging von dieser Dunkelheit ein seltsamer Frieden aus, vollkommene Ruhe. Er konnte sich fallen lassen, einfach fallen lassen, und wusste, ihm würde nichts geschehen. Er musste nicht zurück in dieses Leben, das nichts als Schmerz und Trauer für ihn bereithielt. Dennoch, er wusste, er musste zurück. Er hatte es ihm versprochen. Wieso musste er diesen Kampf immer wieder ausfechten, sich immer wieder entscheiden zwischen der Ruhe der Dunkelheit und dem scheinbar unerträglichen Schmerz des Lebens? Immer und immer wieder musste er sich für den Schmerz entscheiden, sein ganzes Leben lang. Nun gut, dann kam es auf dieses eine Mal mehr oder weniger wohl auch nicht an. Irgendwann würde er wieder an diesem Punkt stehen. Musste er sich wieder entscheiden.
Und dann durfte er vielleicht endlich gehen. So kehrte sein Geist zurück in seinen Körper, ließ sein Hirn wieder bewusstes Denken zu, fühlte er die Hand, die seine umklammert hielt. Einen Moment lauschte er. Nein, da waren keine Stimmen, keine Auroren, die sich unterhielten, keine Ärzte, nichts. Wo war er? Es war warm hier. Es war warm und er kannte die Hand. Hatte er den falschen Weg genommen? War er tatsächlich gegangen? Na, wenn schon. Er würde nicht erfreut sein, dass er seinen Wünschen zuwidergehandelt hatte. Doch damit musste er sich abfinden. Mussten sie alle beide. Aber warum spürte er dann noch Schmerzen? Vergingen diese nicht einmal im Tod? Wie lange musste er diese noch ertragen? Bis ans Ende des Seins womöglich? Ja, es wäre zumindest eine gerechte Strafe für all das, was er getan hatte. Er wollte die Augen nicht öffnen, doch er musste es sehen. Er musste sich einfach mit seinen eigenen Augen davon überzeugen, dass diese Hand keine Einbildung war. Dass Albus neben ihm saß, wo auch immer sie sich befinden mochten. So öffnete er die Augen, was mehr Kraftanstrengung von ihm verlangte, als er es jemals für möglich gehalten hätte, und sah in die klaren blauen Augen von Albus Dumbledore, wie er es schon so oft getan hatte. Albus, murmelte er dabei, kaum verständlich. Ja, Kind, ich bin hier. Siehst du, fühlst du meine Hand? Ich bin hier bei dir. Severus schluckte, schloss die Augen wieder. Ja, er hatte ihn gesehen. Er fühlte die Hand, die ihn noch immer hielt. Das war ihm für den Moment genug. So glitt sein Geist wieder hinüber ins Dunkle, fiel er in einen traumlosen, doch friedlichen Schlaf. Die große Halle, so vertraut über all die Jahre, doch jetzt merkwürdig fremd. Sie war das Herz Hogwarts, in ihr pulsierte das Leben. Doch nun lag sie leer und tot vor ihnen. Harry sah sich mit wehmütigem Blick um. Sogar die immer lästernden und dumme Sprüche reißenden Slytherins fehlten ihm. Nie wieder würde es hier so sein, wie es früher gewesen war. Die große Halle mochte das Herz Hogwarts sein. Doch was war ein Herz ohne Seele? Ein nutzloses Ding, eigentlich ohne richtiges Leben. Ja, so war es. Ohne Dumbledore, die Seele Hogwarts, nutzte alles nichts. Selbst wenn diese Halle im September wieder mit Schülern gefüllt sein sollte, es stand immer noch in den Sternen, etwas würde fehlen. Der Geist Dumbledores, der in dieser Schule allgegenwärtig war, noch immer. Doch nun vermischte sich dieses Bewusstsein unweigerlich mit dem Gedanken, dass der frühere Direktor nicht mehr war. Schmerzlich schloss Harry für einen Moment die Augen, öffnete sie jedoch sofort wieder, als ihm bewusst wurde, dass jemand mit ihm sprach. Seufzend zwang er seine Augenlider wieder nach oben und sah Hermine mit einem nicht sehr glücklichen Gesicht vor sich und Ron stehen, merkte, wie sein Freund unbehaglich auf der Bank hin und her rutschte. »Was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht?« fuhr das Mädchen seine beiden Freunde an. Und Harry spürte ganz deutlich, dass sie ein Problem hatten. »Was meinst du, Hermine?« »Was wohl, Harry? Ihr hättet mich wecken können. Wie hab ich denn vor McGonagall dagestanden?« »Jetzt beruhige dich. Wir wollten dich schlafen lassen, war ja ein langer Tag gestern«, murmelte Ron verlegen. Seiner Stimme war jedoch deutlich anzumerken, dass ihm die Situation mehr als unangenehm war. Doch anscheinend hatte Hermine nicht das Verlangen, sich zu streiten, wie Harry erfreut feststellte. Mit einem letzten mürrischen Blick nahm auch sie am Gryffindor Tisch Platz und griff nach einem Croissant, in welches sie ohne ein weiteres Wort an die Jungs zu richten hineinbiss. Schließlich raffte sich Harry dazu auf, die unangenehme Stille, die sich zwischen den drei Freunden breit gemacht hatte, zu durchbrechen.
Wir haben uns bei Madame Pomfrey einige Heiltränke und Salben besorgt, Hermine. Sobald wir uns im Schloss ein wenig umgesehen haben, können wir also aufbrechen. Hermine schüttelte so heftig den Kopf, dass ihre roten Locken nur so flogen. Harry, begann sie in leicht genervtem Tonfall, ich weiß nicht, was du zu finden glaubst. Aber hätte Dumbledore gewusst, wo die Horcruxe sich befinden, hätte er es dir gesagt und nicht auf ein Zettelchen geschrieben und im Schloss versteckt. Ich weiß, gab der Junge mürrisch zu und lenkte seinen Blick wieder auf seinen Teller. Und wo sollen wir dann anfangen zu suchen, Harry? Ich weiß auch nicht, Ron. In Snapes Büro, in seinen Privaträumen, würde ich sagen. Ron und Hermine sahen ihren Freund entgeistert an. Allein die Vorstellung, freiwillig das Büro des Tränkemeisters zu betreten, löste ein tiefes Gefühl des Unbehagens in ihnen aus. In Snapes Büro? Bist du irre? Ron, er ist nicht mehr da. Schon vergessen? Nein, aber was willst du da? Vielleicht finden wir einen Hinweis auf die Treffpunkte der Todesser, wich Harry der Frage aus. Eine einleuchtendere Antwort hatte er selbst nicht. Irgendwie wollte er einfach in Snapes Büro, sich selbst beweisen, dass der Todesser ihn nicht mehr einschüchtern konnte. Hermine nickte stumm, wenngleich ihr dieser Gedanke überhaupt nicht gefiel. Was meinst du dort zu finden? Die Auroren haben seine Räume mit Sicherheit mehr als einmal durchsucht. Ich glaube nicht, dass wir was sehen, was sie nicht gefunden haben, murmelte Hermine. Ganz abgesehen davon, Snape ist vielleicht vieles, aber ganz sicher nicht dumm. Das kann man nie wissen, murmelte Harry, nahm sich noch einen Kakao und fixierte unablässig das Müsli in seiner Schale, das er kaum angerührt hatte. Er war wach, dennoch öffnete er nicht die Augen. Er wollte dieses Gefühl der Erleichterung noch für einen Moment in sich halten. Dieses Gefühl, das ihn durchströmt hatte, als er Albus vor sich gesehen hatte. Ihm war kalt, so unglaublich kalt. Dennoch schien sein ganzer Körper innerlich zu verbrennen. Er musste Fieber haben. Das würde auch die Halluzinationen erklären. Dumbledore konnte nicht neben ihm sitzen. Dessen war er sich sicher. Dennoch, da war immer noch die Hand, die die seine festhielt. Konnte man sich eine Hand einbilden? Wohl eher nicht. Keine Halluzination ging so weit, dass man körperliche Berührungen fühlte, die nicht da waren. Oder doch? Widerwillig musste er sich eingestehen, dass es nur einen Weg gab, dies herauszufinden. Er musste die Augen öffnen, auch wenn sich alles in ihm dagegen sträubte. Vorsichtig hob er die Lider, öffnete die Augen zu kleinen Schlitzen. Die plötzliche Helligkeit nach all der Dunkelheit schmerzte in seinen Augen, woraufhin er diese einen Moment wieder schloss und dann langsam, unendlich langsam wieder öffnete, damit sie sich dieses Mal ans Licht gewöhnen konnten. Vorsichtig drehte er seinen Kopf, wobei selbst diese kleine Bewegung ihm vorkam wie ein atemberaubender Kraftaufwand. Nicht einmal dazu war er also mehr fähig. Ihm wurde schwindelig, dennoch zwang er sich, die Augen geöffnet zu halten, auf den alten Mann neben sich zu sehen, der ihn gütig mit glitzernden blauen Augen über seine Halbmondbrille hinweg ansah. Ein gequältes Stöhnen entwich Severus' Kehle, woraufhin ein Zittern durch seinen Körper zuckte, das aber auch sofort wieder verschwand. Dir ist nur kalt. Keine Fluchnachwirkungen, stellte er beruhigt fest, während er Dumbledore weiterhin wortlos ansah. Dumbledore hatte bemerkt, dass Severus erwacht war, noch bevor dieser die Augen geöffnet hatte. Seine Pupillen hatten sich unter den Lidern unruhig hin und her bewegt. Hin und wieder war ein leichtes Zucken durch seine Glieder geschossen. Er war nervös. Selbst bei seinem fortgeschrittenen Alter von 150 Jahren war er nervös. Eine solche Situation hätte er sich niemals vorstellen können, hätte er sich niemals gewünscht. Dennoch ist sie eingetreten. Es war notwendig gewesen.
Jetzt hieß es, mit den Konsequenzen fertig zu werden, was sicher nicht einfach werden würde. Nun sah er ihn an, sah ihn einfach aus seinen schwarzen Augen an. Alles wäre ihm lieber gewesen, Vorwürfe, Anklagen, aber nicht diese Trauer, die aus Severus Augen sprach. Dumbledore lächelte, doch er wusste selbst, wie gequält dieses Lächeln wirken musste. Severus, begann er schließlich, selbst nicht sicher, wie er anfangen sollte. Du lebst. Albus nickte. Ja, Severus, ich lebe. Das ist schön, brachte Severus flüsternd hervor. Ihm fehlte einfach die Kraft seiner Stimme, die Festigkeit zu geben, die er in diese Worte hatte hineinlegen wollen. Lass es mich dir erklären, Junge. Du bist im Moment ohnehin zu schwach zum Sprechen, also hör mir einfach zu. Du kannst mir später auch noch Vorwürfe machen, die ich zweifellos verdient habe. Dann wurde Dumbledores Stimme leiser, sanfter. Ich weiß, welchen Schmerz ich dir bereitet habe, Severus. Der jüngere Mann schloss die Augen, während er schwer ein- und ausatmete. Die Gefühle, die die Tatsache, dass Dumbledore lebte, in ihm ausgelöst hatten, waren dermaßen überwältigend, dass sie ihm fast die Luft zum Atmen geraubt hätten. Er war nie gut darin gewesen, mit seinen Gefühlen umzugehen. Und hier war nun alles vertreten, von Freude über Erleichterung bis hin zu tiefer Wut. Wut darüber, dass er dies alles hatte durchmachen müssen, dass er sich fast selbst zerstört hätte aus Verzweiflung darüber, was er getan hatte. Nein, was er dachte, getan zu haben. Doch er schwieg. Wie oft hatte Dumbledore über seine Fehler hinweggesehen. Er hatte jetzt nicht das Recht, ihm Vorwürfe zu machen. So blieb er still liegen, mit geschlossenen Augen, und wartete, dass Albus zu erzählen begann. Wobei er erleichtert feststellte, dass die eisige Klaue, die so lange sein Herz umschlossen gehalten hatte, verschwunden war. Es ist nicht einfach für mich, dir das zu erklären, Severus. Aber ich werde es versuchen. Mir war schon lange, lange bevor ich es dir mitteilte, klar, worin Mr. Malfoys Auftrag bestand. Durch den unlösbaren Schwur, den du Narzissa gegenüber abgelegt hast, gab es augenscheinlich nur zwei Möglichkeiten. Dein Tod oder meiner. Albus seufzte schwer bei dem Gedanken an die endlosen Diskussionen, die er mit Severus über dieses Thema geführt hatte. Der junge Mann hatte sich schlichtweg geweigert, Albus' Anweisung auszuführen. Noch gut erinnerte er sich an die Verzweiflung des Tränkemeisters, als ihm die Auswirkungen des Schwures klar geworden waren. Er war bereit gewesen, sein Leben zu geben, doch dieses Opfer hätte Albus niemals bringen können. Severus zu verlieren, nein, alles, aber das nicht. Wieder seufzte der alte Mann. Er hatte Severus den Schmerz aufgebürdet, den er nicht bereit gewesen war zu tragen. Doch dann rief er sich wieder zur Ordnung und sprach weiter. Erst nach unserem Gespräch ist mir etwas eingefallen. Dumbledore kämpfte mit sich, fürchtete nicht, die richtigen Worte zu finden. Es ist so lange her, weißt du. Ich konnte mich nur noch dunkel daran erinnern. Doch zu meiner Schulzeit hat mir unser damaliger Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste ein Buch gegeben. Ein sehr altes Buch, noch aus den Zeiten unserer Vorväter. Ich konnte mich nur noch dunkel an eine Stelle in dem Buch, welches leider durch einen Brand vernichtet wurde, erinnern. Aus diesem Grund habe ich dir von meiner Vermutung nichts erzählt, Severus. Ich wusste nicht, ob mein Plan aufgehen würde. Severus hatte Albus aufmerksam zugehört und stöhnte nun leise, als er dem Zauberer erneut den Kopf zuwandte und die Augen öffnete. Die Trauer in Albus Augen ließ seine Wut verrauchen. Sie hatten beide Opfer gebracht, nicht nur er.
Verstehe, flüsterte er nur, in der Hoffnung, Dumbledore würde fortfahren. Nur wie du überlebt hast, ist mir noch immer nicht klar. Albus schmunzelte leicht und fuhr sich durch seinen weißen Bart. Ihm war klar, wie grotesk seine Erklärung auf Severus, ausgerechnet auf Severus, wirken musste. Doch es gab nun einmal nur diese eine Wahrheit. Nun, Severus, in einem der Absätze, wo es um Verteidigung gegen dunkle Magie ging, stand sinngemäß: Auch der tödlichste Fluch verliert seine Wirkung, wenn er aus Liebe angewandt wird. Das war alles. Hierauf musste ich meine Hoffnung stützen. Sehr vage, ich weiß. Doch eine Möglichkeit. Severus zog erstaunt eine Augenbraue nach oben. Albus, ist dir das Sterben nicht bekommen? Der Avada Kedavra wird nicht aus Liebe angewandt, sondern aus Hass, um zu töten, brachte er dann gepresst hervor und sah den alten Zauberer noch immer verwirrt an. So, ist das so, Severus? Dann hast du mich also. Severus' Herzschlag beschleunigte sich wieder. Verdammt, Albus, du weißt genau, dass ich dich nicht hasse. Albus' Hand fand wieder den Weg zu Severus' Arm, den er beruhigend drückte. Bleib ruhig, mein Junge. Wenn es dir nicht gut geht, rufe ich Poppy und wir können später weitersprechen. Schwer atmend schloss der Tränkemeister erneut die Augen, um seinem Herzen die Möglichkeit zu geben, sich zu beruhigen, wobei er wieder tief ein- und ausatmete. Nein, flüsterte er dann. Nein, es geht mir gut. Es wird mir noch viel besser gehen, wenn du mir das endlich erklärt hast. Das habe ich bereits, Severus. Die endgültige Erklärung musst du in dir selbst finden. Warum hast du mich getötet? Diese Frage hatte Severus nicht erwartet. Sie verwunderte ihn. Mehr jedoch die Tatsache, dass ihm keine so rechte Antwort einfiel. Weil du es von mir verlangt hast, erklärte er schließlich, wusste jedoch, dass Dumbledore es nicht glaubte. Nein, es stimmte ja auch nicht. Er hätte Albus nie, niemals getötet, weil dieser es von ihm verlangt hatte. Was hätte ich tun sollen, Albus, seufzte er schließlich. Ich habe doch gesehen, wie sehr du gelitten hast. Ich habe es mir monatelang mit angesehen, seit du diesen dämlichen Ring zerstören musstest. Im Astronomieturm da. Ich bin Tränkemeister und Todesser, Albus. Ich sehe, wenn jemand einen Trank genommen hat, der ihn langsam umbringt. Severus machte eine Pause, um wieder ein wenig Kraft zu sammeln. Ich hätte den Tod gern in Kauf genommen, Albus. Aber die Situation war leider nicht sehr glücklich dafür. Sie hätten dich umgebracht. Sie hätten dich erst gefoltert und dann getötet. Das konnte ich nicht zulassen. Ich weiß, Severus. Ich weiß, seufzte nun Dumbledore und sah den jungen Mann weiterhin lächelnd an. Und wir beide wissen, warum du es nicht zulassen konntest. Das ist der einzige Grund, warum ich noch am Leben bin. Severus kämpfte einen Moment mit sich, dann sah er Dumbledore in die Augen. Voldemort wird es wissen. Er wird es zumindest ahnen. Doch nun lachte Dumbledore, was den Tränkemeister leicht verwirrte. Das findest du lustig? Nein, aber er ahnt es nicht, Severus. Nicht einmal in seinen kühnsten Träumen. Wie oft habe ich dir gesagt, dass es das Einzige ist, von dem Voldemort nichts versteht, das er nicht kennt, das er immer, immer unterschätzt hat. Voldemort versteht nichts von der Macht der Liebe, Severus. Deswegen wird sie ihn auch vernichten. Schön, aber wie konntest du alle täuschen? Später, Severus, später. Ich werde dir alles Weitere noch erklären. Aber wenn ich dich noch ein bisschen anstrenge,
wird mir mein Überleben nicht viel genutzt haben, wenn Poppy wieder hereinkommt. Severus schmunzelte, musste Albus jedoch recht geben. Er hatte genug gehört. Für den Moment. Und er war müde. Unendlich müde. Er spürte fast gar nicht mehr, wie ihm die Augen wieder zufielen. Sein Geist wieder hinüberglitt in einen langen, traumlosen Schlaf.